Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Oh mein Gott, Agoraphobia. Ey, ohne Witz, ich möchte das jetzt schon nicht mehr spielen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Okay, ist abgeschlossen. Also, es wurde mir ja schon gesagt, dass das nochmal richtig... Herr Henning hat mich eingeschlossen. Ach so, jetzt können wir wirklich nur oben... Nee! Nee! Nein, ich will nicht! Und nu? Was mache ich denn jetzt? Soll ich wieder raus oder lieber nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee! Ey, Leute! Sie ist versperrt? Die Tür ist offen. Oh Leute. Ich sterbe. Nee. Oh, nee. Ey. Okay. Ich komme hier nicht. Okay. Oh, ey, really? Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Was zum? Oh, das war jetzt ein bisschen männlich, macht nichts. Herr Henning, was geschieht hier nur? Tante Margarets Schlüssel erhalten. Tante Schlüssel, ich muss Hilfe holen. Komme ich da oben lang? Okay. Oh. So, jetzt ist natürlich wieder ein paar, sind natürlich wieder ein paar Tage vergangen. Und ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, wo was gewesen ist. Ich bin echt. Ich kann mir sowas echt nicht merken. Wieso passt denn nichts? Ah ja, okay, hier kommen wir wieder rein. Hier kommen wir wieder rein. Verstecken. Also ohne Witz, das dauert so lange, bis sie sich versteckt. Ich weiß nicht, ob wir das jemals schaffen werden. Gehen wir jetzt hoch. Okay. Oh Gott. Tante Margaret! Was soll dieser fürchterliche Lärm? Fiona, woher hast du den Schlüssel für mein Zimmer? Ich habe dir doch klar und deutlich zu verstehen gegeben, was passiert, wenn du dein Zimmer verlässt, oder Kind? Tante, Herr Henning, etwas hat ihn getötet. Bitte hilf mir. Was? Was ist passiert? Bitte komm mit, schnell. Es ist alles voller Blut. Ach so, das war immer noch ich. Nee. Nun, was ist denn, Kind? Aber ich verstehe das nicht. Es war hier. Fiona? Was ist los mit dir, Kind? Fiona? Ich schwöre es. Er lag hier und alles war voller Blut. Er war hier. Genau hier. Kind, habe ich nicht alles getan, damit du dich hier wohlfühlst? Und habe ich mich nicht aufgeopfert, damit du ein neues Zuhause bekommst und bei deiner Familie bleiben kannst? Aber, Tante... Schweig! Ich habe deine Lügen und selbstsüchtigen Eskapaden satt. Du wirst dich entschuldigen, Kind. Tante Margaret, bitte! What the hell? Entschuldige dich! Entschuldige dich! Bitte! Ich kriege keine Luft. Ey, was geht ab? Ich will nach Hause. Oh Mann. Really? Ohne Witz, ich weiß nicht, was ich mir hier ausgesucht habe. Es ist immer noch Nacht? Au, mein Hals.
Ey, verdammt, jetzt müssen wir vor der Tante und so wahrscheinlich fliehen. Ich kann nicht speichern. Was ist hier los? Tür ist abgeschlossen. Schrank öffnen. Das wenige, was ich mitgenommen habe. Okay, wir können nichts machen. Ein sehr großer Teddybär. Er ist verfilzt und riecht nach Mottenkugeln. Mein Gott! Das Buch, welches ich gerade lese, Alice hinter den Spiegeln. Doch. Doch. Wir schlafen jetzt. Okay, wir gehen nochmal zum Teddy. Beschütz mich doch. Oh, ey. Eine Marionette, sie ist auf den Boden gefallen. Ja. Willst du die Marionette? Nö. Tante Margaret hat mir diese Bücher gegeben, damit ich etwas lerne. Allerdings sind das alles Grundschulbücher. Ich wüsste nicht, was ich daraus noch lernen sollte. Also irgendwas läuft hier. Kann ich jetzt irgendwas machen? Nein. Ist immer noch abgeschlossen. Also irgendwas läuft hier ganz, ganz extrem falsch. Ein weißes Hemd, es ist mir viel zu kurz. Was soll ich denn machen? Es wurde mir ja schon berichtet, dass das Spiel noch echt böse werden soll. Ist hier vielleicht irgendwo was? Nee. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Marionette. Die Marionette aus meinem Zimmer, sie ist aus Stoff, nur einige der Gelenke sind aus Holz. Der Bauch ist dick und voller Wolle. Im Inneren der Marionette ist doch ein harter ist ein harter Gegenstand. Doch man kann kaum ertasten, was es ist. Den Bauch öffnen. Das ist zu schwer. Der Stoff ist zu dick. Den kriege ich niemals mit der Hand zerrissen. Ja klar, Teddy! Ey, kommst du am besten mit mir mit? Das wäre doch mal fantastisch. Aha, ein Schlüssel. Teddy, danke. Ich kann immer noch nicht speichern. Das finde ich nicht gut. Und warum liegen hier jetzt so kleine Teddys? Oh, ich kann speichern. Ich kann speichern. Was soll das bedeuten? Wo kommen die nur her? Soll ich runter? Okay, ich laufe jetzt mal. Knapp daneben ist auf. Okay. Ich dachte, die zeigen mir jetzt den Weg. Ich gehe mal hier hin, weil da kann ich mich verstecken. Verriegelt? Okay. Dann nicht. Okay, auch verriegelt. Gehen wir nochmal hoch. Oh Leute, ich schwöre euch, ich bin froh, wenn die 20 Minuten um sind. Die Tür ist abgeschlossen. Hat mir Tante Margaret den Schlüssel abgenommen? Sieht wohl ganz danach aus. Oh Gott. Es ist schon viel zu lange her, dass ich. Okay, hat keinen Knauf. Es ist schon viel zu lange her, dass ich solche Spiele gespielt habe. Ehrlich. Und ich habe die ja sonst immer nicht alleine gespielt. Das eine Mal war sogar meine Schwester dabei, nur damit ich nicht alleine spielen muss. Okay, es geht hier lang. Der Blick in den Garten wird von hochgewachsenen Rosensträuchen versperrt. Sie bestehen fast nur aus Dornen. Okay. Also ein Hechtsprung aus dem Fenster ist schon mal nicht drin. Schon wieder ein Teddy. Da. Und wir müssen bestimmt gleich laufen. Boah. Oh.
bin jetzt mal kurz ruhig, weil ich erschrecke mich bestimmt gleich zu Tode. Wir gehen mal hier lang. Wir gucken mal, was Herr Helling macht. Vielleicht ist er ja doch wieder da. Warte, warte, warte. Was? Der Schrank ist bis auf einen Geldclip am Boden vollkommen leer. Okay. Hä? Ich versteck mich mal. Habt ihr das gehört? Da waren Schritte und das waren nicht wir. Okay. Ey, das habe ich mir doch nicht eingebildet, oder? Ihr habt die Schritte auch gehört. Kuckuck. Hallo? Hallo? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es vom Vorteil gewesen ist, dass wir Geld aufgehoben haben. Aber vielleicht begegnen wir hier ja so Resident Evil-like einen Händler. Das wäre ja mal fantastisch. Und wir können uns Schusswaffen kaufen. Das Spiel nicht schon zu Ende sein? Oh, ich bin gerade mal wieder ruhig. Bevor ich hier irgendwas antatsche. Ist hier irgendwo ein Schrank? Ja, ja, ja. Öffnen. Okay. Ob das so vom Vorteil ist, dass ich überall Licht anmache? Eine Notiz. Sie ist offensichtlich von Tante Margaret geschrieben worden. Herr Henning, obwohl meine Anweisungen mehr als eindeutig waren, musste ich feststellen, dass Sie die Bleizange immer noch nicht entsorgt haben. Wie oft muss ich mich wiederholen, dass alle nötigen Schritte unternommen werden müssen, wozu auch die Entsorgung dieses Gegenstandes gehört? Ich kann nachvollziehen, dass Sie mit Ihren aktuellen Aufgaben mehr als eingenommen sind, weswegen ich die Bleizange vorübergehend weggeschlossen habe. Ich würde Sie bitten, den Gegenstand so bald wie möglich zu entfernen. Sie finden die Bleizange in der Truhe im Hinterhaus. M. Thompson, warum macht sich Tante Margaret so viel Mühe, all diese Sachen von mir zu verbergen? Weil sie ein bisschen gestört ist. Oder wir sind am Ende gestört. Viele verschiedene Bücher, einige davon scheinen ziemlich alt zu sein. Da ist noch ein Safe. Der Tresor ist nicht abgeschlossen. Oh, schade, der ist leer. Was ist das? Eine kleine Waage. Achso. Wollen wir uns mal eine Runde wiegen? Oder lieber nicht? Ah ja. Gut. Oder nicht gut. Die Frage ist... Einmal Licht an. Wie kommen wir ins Hinterhaus? Besser jetzt als später. Fräulein Fiona, Sie haben etwas von mir, oder nicht? Waren in meinem Zimmer und haben dort herumgestöbert. Dinge entwendet. Ihre Tante wird darüber nicht erfreut sein. Wissen Sie, Ihre Tante und ich sind ein Liebespaar. Wir haben uns etwas überlegt. Etwas für Sie, Fräulein Fiona. Ein wunderbares. Es wäre für alle das Beste. Für uns alle hier im Haus. Oh, oh, oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat mich angegriffen. Wir laufen hinterher. Die kleine Ratte. Wo sind die Teddybären hin? Hat er die alle mitgenommen, während er geflohen ist?
Wo sind sie? Sie, feiges Schwänchen. Aber was zur Hölle ist mit denen hier los? Okay, aber vielleicht können wir hier ja das Seil durchtrennen. Genau, das scharfe Messer hat das Seil so mühelos zertrennt, als wäre es aus Papier. In der Truhe lag eine kleine Bleizange für antike Gewehrkugeln. Okay, irgendwo war doch, glaube ich, eine Kette. Aber wo? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Oh, hauer, hauer, ha. Das geht mal gar nicht hier. Tralali, tralalo. Ja, ich muss so ein bisschen dumm rumlabern, ne? Damit ich meine Angst hier überspiele. Mann. Die Frage ist nur, spinnen wir uns das vielleicht so ein bisschen zurecht? Weil das Spiel heißt ja Agoraphobia, ne? Also, Das heißt, sie könnte ja Angst, Panik, sonst was haben, weil sie hier ist, in diesem Haus. Im Anwesen. Ich weiß es. Okay, hier ist nichts. Ich erschrecke mich immer ein bisschen wegen dieser Blumenvase da hinten. Also entweder wir spielen uns das vielleicht... Da ist ein Brief. Oh, und meine Katze haben gerade irgendwas runtergeworfen. Das Ticken der Uhr wird lauter und lauter. Ich muss es beenden. Es ersticken. Es stopfen. Es muss aufhören. Lass es aufhören. Können wir hier irgendwas machen? Achso, wir brauchen immer noch dieses Sonnensymbol. Da ist noch was. Los, hin! Hin! Wir wollen nur helfen. Immer nur helfen. Etwas anderes hatten wir nie im Sinn. Nimm es ihr weg. Nimm mir das scharfe Messer weg. Sie soll Sonne spüren, ihr Herz öffnen und verteilen. Überall an den Wänden verteilen. Warum schreibt jemand so etwas? Was geschieht hier nur? Ich bin einmal weg. Tschüss. Warte mal, haben wir das da hinten auch gelesen? Ups. Eine Liste, sie ist voll mit Rechnungen. Achso, okay, das hatten wir tatsächlich schon. Oh, meine Katzen kratzen an der Tür. Oh, verdammt! Ich habe nämlich die Tür mal zugemacht, weil sie ja sonst immer doch ein bisschen extrem nerven. Weil gerade wenn ich dann aufnehme, haben sie sich wieder irgendwie in der Wolle und faulen sich hier ein zurecht. Und jetzt habe ich die Tür mal zugemacht, aber jetzt kratzen sie an der Tür herum und das macht das alles auch nicht unbedingt viel leichter. Und Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Was muss ich denn jetzt mit der Bleizange machen? Hallo? Juhu! Ist immer noch abgeschlossen. Ich bin der Meinung, wir hatten irgendwo was mit einer Kette, aber... Oh, ich kann mich gerade wirklich nicht dran erinnern. Huch, knapp daneben ist auch vorbei, würde ich behaupten. Wir gehen jetzt nochmal hier oben gucken und wenn ich da jetzt nichts finde... wir waren hier ja schon. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal einen Cut. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee oder wisst noch, vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein, dass ich irgendwo was gesehen habe mit einer Kette. Oder konnte ich die Hintertür damit jetzt öffnen? Moment, das gucken wir uns nochmal an. Ach nee, hier kam ich ja schon durch. Nein, ich will das Haus nicht verlassen. Warum nicht? Bist du denn total ballaballa? Hui. Okay, Leute, ich habe echt gerade keine Ahnung. Auch wieder ein Sonnensymbol. Und hier ist das. Ich guck nochmal hier. Nee. Also ich weiß gerade echt nicht weiter.
Wie gesagt, vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, dass ich irgendwo was mit einer Kette gelesen hatte, weil ich die Bleizange unbedingt benutzen möchte. Wenn ihr eine Idee haben solltet, wo ich denn jetzt hinrennen muss, könnt ihr mir ja gerne mal, wie immer, ein Briefchen schreiben. Oder was weiß ich, irgendwie sich bemerkbar machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Agoraphobia. Und bis dahin sage ich... Bye!